Hallihallo Leute, ich habe mir zum Geburtstag eine PlayStation 3 gekauft, was ich euch eigentlich eben nur mal kurz zeigen wollte. Eigentlich ist das auch eher so eine Art Test, denn ich habe wirklich Ewigkeiten gebraucht, um dieses Ding hier aufnahmefähig zu machen. Fragt mich nicht wieso, irgendwie habe ich ständig eine Fehlermeldung bekommen. Ich habe mich jetzt im Internet schlau gelesen, bla bla, ich habe sogar Vex gefragt, denn bei ihm funktioniert es ja anscheinend. Bei mir hat es anfangs nicht funktioniert, jetzt geht es wohl, 5 Minuten. Um zu gucken, ob es wirklich funktioniert. Ich habe bisher erst ein Spiel, und zwar Uncharted 3. Ein anderes habe ich jetzt noch leider nicht. Vielleicht leihe ich mir das von einem Kumpel aus. Und bevor jetzt welche fragen, ich habe mir so überlegt, ich will nicht unbedingt, dass jeder von euch mich auf meinem Hauptaccount addet. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich mir einfach einen zweiten Account mache, der dann halt für meine Abonnenten ist und ein Hauptaccount, der für meine Freunde ist. Also eigentlich für La, nee, Lars hat gar nicht. Für einen Kumpel von mir aus der Schule, dann mein Vater vielleicht. Ja, mein Vater hat auch eine PlayStation 3, die steht direkt über mir. Und so, also. Und für Vex und für. Wer hat denn noch alles PlayStation 3? So viele sind's gar nicht. Oh, das ist laut. Das ist ja ziemlich laut. Wieso ist das so laut? Ach, deswegen. Okay, wartet. Wartet, 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 wartet. Oh, geile Musik. So, jetzt müsste es richtig sein. Ich würde sagen, wollen wir mal eine Runde mehr Spieler spielen? Ich habe das Spiel noch nie online gespielt. Also, ich habe das Spiel generell noch nie gespielt. Ich habe den zweiten Teil mal gespielt. Abrufen des Tick... Was? Ticket? Hä? Okay. Aber das ist echt... Oh, ich freue mich. Ihr könnt mir auch schreiben, was ihr für Let's Plays von der PlayStation 3 sehen wollt. Und dann wirklich, also halt wirklich nur Exklusivtitel. Also wenn ich mir das Spiel auch für die Xbox kaufen kann, dann werde ich es mir sowieso für die Xbox holen. Also ich meine, Spiele wie Resistance, warum kann ich nicht spielen? Abrufen des Tickets. Was denn für ein Ticket? What is he talking about? Oh, ah! Ich bin immer drauf getreten. Oder hat das Ding auch so einen Online-Passcode, wie diese... Oh, tatsächlich. Oh, ne. Ja gut, dann halt nicht online. Muss man ja auch nicht machen, ne? Kampagne. Fortfahren. Ich habe gerade erstmal angefangen, also wir sind gerade noch mitten in der Prügelei. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendwelche Exklusivtitel von der PlayStation 3 habt, die ihr unbedingt sehen wollt, wie Resistance, Killzone, Heavy Rain. Heavy Rain ist ein saugeiles Spiel. Uncharted. Oder was gibt's denn noch für... Ich weiß es gar nicht genau. Aber egal, ich glaube, ich habe jetzt alle hier verprügelt. Oh, ich habe doch noch nicht alle verprügelt. Okay. Das ist jetzt schön. Voll cineastisch und so. Aber die Grafik gefällt mir, ist gut. Obwohl es ein bisschen blass ist. Könnte aber auch am Monitor liegen, dass mein Monitor falsch eingestellt ist. Um einen Gegner in die Nähe zu werfen, drücken Sie Kreis, während Sie den linken Stick in die gewünschte Richtung... Ja, mach ich locker. Drücken... okay. Oh, habe ich ihm gerade eine Flasche um die Ohren geworfen? Und noch eine Flasche. Das ist ja toll. Okay. Ich mache euch alle mit Flaschen platt. Okay. Ah, verdammt. Ich will dir noch so eine Flasche über den Kopf ziehen. Nein. Ach, na also. Ja, das mit dem Ausweichen habe ich immer noch nicht raus. Was macht er hier hinten? Oh, ich habe ihn aus dem Fenster geworfen. Oh nein, Sully, ich rette dich. So. Okay, das ist... Oh, Sully. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll gerade. Ich will eigentlich nur das Spiel testen. Was geht jetzt ab? Zwischensequenz? Sieht so aus. Zwischensequenz? Ja? Nein? Ja? Nein? Ja? Nein? Nein? Ja? Ich glaube, es ist eine Zwischensequenz. Und das Ding lädt ziemlich lange. Kann man jedes Spiel auf die Festplatte installieren oder nur die, die es voraussetzen? Kann mir das einer von euch PlayStation 3 dann beantworten? Ich habe da nämlich keine Ahnung von, leider. Muss ich ganz ehrlich zugeben, weil die Ladezeiten... Die Ladezeit ist verdammt lange, was ist denn da los?
Ja. Lebt das Ding noch? Ja. Ich bin übrigens dabei, ich möchte mir jetzt erstmal ein schönes Hintergrundbild für meine PlayStation erstellen, weil diese Standarddesigns sind schon ziemlich kacke. Was dauert denn das jetzt so lange? Muss ich irgendwas drücken? Einen Geheimcode oder so? Nein? Was ist denn das? Oh Menno, das lädt jetzt. Ey, was lädt denn das so lange? Das kann ja wohl nicht sein. Wie geht das? Ja. Was ist da los? Freunde der guten Unterhaltung, was geht hier ab? Was geht hier vor sich? Ich habe morgen übrigens wieder Schule, falls es irgendwen von euch interessiert. Wahrscheinlich nicht, aber kann ja sein. Ich habe morgen wieder wunderschöne Schule. Endlich kein Praktikum mehr, obwohl das Praktikum war eigentlich ziemlich chillig, aber ich habe so eine geile Schule, man sitzt den ganzen Tag nur rum, vor seinem PC, arbeitet mit Photoshop, Illustrator und InDesign und chillt sein Leben. Das ist im Endeffekt Eierbaumeln vom Feinsten. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel ist abgeschmiert. Das ist ziemlich doof. Ja, das war dann ein kurzer Einblick in Uncharted 3 für euch. Falls ihr mehr sehen wollt, dann ja, mal gucken. Ich versuche das irgendwie mal einzubauen. Also wenn ihr wirklich, wenn einzubauen oder reinzuquetschen. Momentan habe ich so ein bisschen schon was vor. Bald kommt ja Resident Evil. Und ja, danach habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel vor. Aber naja, werden wir sehen. Also, Leute, ich habe jetzt eine PlayStation 3, hurra. Und bis dann, haut rein.